Hallöchen und herzlich willkommen hier bei eurer Multiplayer-Bande bei einer neuen Runde StarCraft 2 gegen Terraner. Als Zerg natürlich wie immer ich, der Rob, Parasitenlabor LE, neue Map, Dia Terraner. Na, das schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Ich würde sagen, wir machen heute mal ein kleines, schnelles Spiel. Wir machen einen Bailing All-In. Good luck, have fun. So, Overlord noch losschicken. So, dann ein paar Infos zur Mutti-Bär. Ich habe mal wieder mit ihm geredet. Er hat mir eigentlich gesagt, ja, er macht jetzt weiter. Das war vor 2 Tagen. Er will wieder Videos machen. Hatte halt Probleme mit seinem Hundi. Er hat einen kleinen Hund, muss sich darum kümmern. Ja, und seit den 2 Tagen ist halt gar nichts wieder passiert. Also ich kann euch nicht sagen, was da wirklich los ist. Ich probiere jetzt halt jeden Tag ein Video für euch zu machen. Halt gestern kam keins. Eigentlich sollte eins kommen, aber irgendwie habe ich mich einen Tag vertan mit denen veröffentlichen. Ich habe die aber schon vorgefertigt. Und wollte dann jetzt demnächst sozusagen einen Tag City Skylines, einen Tag The Universum und einen Tag StarCraft 2 bringen. 1 vs 1. Kein Terraner. Ich mich so geguckt. War Botos, okay. Er will mich Gas klauen. Das ist okay, Gas klauen kann er machen, brauche ich nicht. Ja, wie gesagt, dann kommen halt jeden Tag ein unterschiedliches Let's Play. City Skylines, The Universum in StarCraft 2 versus 1 vs 1 nur. So, da hat er schon mal, will er mich jetzt noch Cannon rushen oder was will er noch machen? Da müssen wir mal langsam rumgucken. Ob das nämlich jetzt hier unten noch Cannon rushen will. Ganze Zeit erzählt und nicht aufgepasst. Jo, kann er noch rushen oder nicht? Kann er machen. Fahr ich weg. Nimm ich da die Echse. Unsere Drohnen werden angegriffen. Soll er mich kennen rushen, dann gehe ich gleich auf Roaches. Und alles ist schick. Unsere Drohnen werden angegriffen. Roachenbauern kommt. Du schnell zum Spinecrawler mutieren. Will das da unten jetzt nochmal probieren? Keine Ahnung. Bauen 2 Linge. Nehmen uns ein paar Queens dazu. Er macht bei sich auch dicht mit Cannons. Okay. So, Roach One ist fertig. Wir brauchen mehr 2 Obis dazu, dann bauen wir gleich Roaches. Und tecken dann unten nach oben am besten. Und den Leertech. So, weg damit. Zack. Schauen wir mal, ob jetzt hier noch irgendwo Cannons baut. Ja, das können wir theoretisch noch halten. Würde ich, werde ich nochmal ein paar Linge verlieren, aber ist okay. Und jetzt kommt gleich die Roaches. So. Und als nächstes kommen wir auf jeden Fall bei dem Flieger. Deshalb tecken wir noch höher. Wir brauchen schnelle Hydras. So, haben wir alle. Die Kranken nach hinten, die Gesunden nach vorn. Creeps spreaden. Ganz schnellstmöglich auf Hydras. Du kannst da mal hier unten mit hin. Overlords kommen, Injection vergessen. So.
Crates nehmen wir auch noch. Und dann bräuchten wir jetzt theoretisch die dritte. Cannon Rush ist anscheinend jetzt ganz schön beliebt beim Brotos. Jetzt schon öfters erlebt, dass Cannon Rush am Anfang kommt. Wir gucken einfach mal vor, was passiert. Nehmen die dritte. Creep spreaden. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir wollen nur ein bisschen Stress machen, nur gucken, was er hat. Vielleicht fokussen, dass er mir zeigt, was er hat. Und dann wollte ich eigentlich wieder zurückgehen. So, hier noch ein Spinecrawler hin. Ja, es kommen White Rays. Gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Queens. So, das schafft mir alles ein bisschen Zeit. Das ist wichtig. Zeit brauche ich, um Hypers zu bauen. Die Queen ist fertig. Können die Queens alle mit hier runter? Und wir wollen Hypers. Ohne Ende Hypers. Das noch dazu. Hydras sind auf dem Weg. Das ist sehr schön. Können hier drei hin. Und da noch drei mit hin. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich schon Upgrades hatte. Wir nehmen jetzt hier noch dieses zweite Tech dazu. Und rollen weiter hoch. Creep spreaden. Mehr Overlords, immer und mehr Overlords. Okay, Queens bitte verteilen, da kommt dann doch nicht. Und die kann auch mit nach da. Und bitte mehr Overlords. Und mehr Hydras dazu. Wir machen jetzt Two-Base-Push mit Hydras, was soll's. Ja, die sind halluziniert, das ist egal, und ist jetzt auch gleich tot. Noch mehr Hydras dazu. Oder gucken wir mal, wo die dritte hat. Burrow könnte ich noch erforschen. Das wäre nicht schlecht. Und dann eigentlich jetzt nur noch halt was pumpen. Und natürlich ein Jax, nicht vergessen. Aber die dritte schon. Will er gerade nehmen. Komme ich ja genau richtig. Und Kolosse dazu. Wow, Kolosse ist nicht so geil. Das heißt, wir gehen noch mit auf Liga. Wir brauchen mehr Vespingas. Speed, Linkspeed habe ich natürlich. Das ist sehr gut. Dann kann ich noch ein bisschen nebenbei harassen. Ungültiger Befehl.
Das heißt, weiter Drohnen bauen. Da noch ein Gebäude mehr. Zack, nächste Echse noch nehmen. Rollinge noch bauen. Und ich habe eine Katze bei mir. Das ist natürlich nicht so schön, Mizi. Was ist los? Hast du Hunger? Du hast ja gerade was bekommen. Und wir gucken mal hier hinten rum. Da vielleicht schon eine vierte hat. Aber jetzt habe ich 3 mal Upgrades. Ja, auch nicht schlimm. 3 Upgrades ist okay. Kann ich gleich alles hier upgraden. Jetzt sehe ich da nichts oder was? Super. Gas dazu, Gas dazu. So, dann kann ich noch ein paar Corruptor mit dazu nehmen. Wenn ich Mineralien hätte. Eher in der Base. ...1-0 hat er. Das heißt, Corruptor dazu. Hier sind jetzt genug dran. Können sie da mal mit hin? Wir können noch weg davon. Dahin, sehr schön. So, wie viel Corruptor habe ich? Nicht genug. Hochdecken. Hier können noch welche weg von. Wie sieht es hier aus? Da sieht es okay aus. Hier ist noch eine zu viel. Mit hier runter. Gas nehmen. Roaches noch mit dazu. Und mehr Overlords. Also Crown hat er 1-0 gehabt. Was ich da nicht sehe, das stört mich ein bisschen. Raptor, schnell dahin. So, Injects. Habe ich hier nicht, ich hab da andauernd. Inject hier mal schön durch jetzt. Wir brauchen nämlich gleich Larven ohne Ende. So, jetzt kann der Corruptor. Overseer dazu. Ein paar mehr Corruptor, ein paar mehr Roaches. Und noch ein paar mehr Echsen. Mutation abgeschlossen. Hier noch eine mit hin. Und dann gehen wir auf Abbrechen. Wir brauchen die Schößling. Upgrades dazu, Link Upgrade dazu. Mehr Gas. Das haben wir nicht. Noch ein paar Linge. Die machen gleich den Anfang, die Linge, die schicke ich dann in die Ecke. Und die Hauptarmee in eine andere Richtung. Oh, er will gerade kommen. Ganz schlecht. Ja, Sturm ist hart. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mineral. Hallo, ein Haufen Sturms, ey. Diese Storms. Der Schwammklasse wird angegriffen. Mineralienfeld erschöpft.
Ich würde sagen, das Spiel ist vorbei, das werden wir nicht mehr halten können. Ja, GG. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schaut morgen wieder ein und tschüssi, euer Rob.